gut, Jack. Das Spiel ist ja wirklich für absolut Gestörte. Für absolut Gestörte. Also wer das alleine zu Hause spielt, ohne jetzt hier Stream und so, einfach nur wer das zu Hause spielt, der muss sich selber hassen. Und herzlich willkommen bei Beside Myself. Jetzt geht's los. Alle einsteigen, es kommt der Jumpscare Express. Haben wir Bock? Nein. Machen wir es trotzdem? Ja. Ha! Babalapap. Warum ist hier... Ah, guck mal, ich habe also das Interesse... Genau, mache die Kerzen aus. Das kostet alles. Kostet alles was. Machen wir da lieber Strom an. Rums. Sag ich doch. Wenn wir schon dafür bezahlen, können wir mal Strom anmachen. Ah ja, na gucken wir mal an. Wie Sie sehen, sehen Sie... Kann ich mir die Fotos auch angucken? Oh, schon einige schöne... Oh, einige schöne Schnappschüsse haben wir doch hier schon gemacht, oder? Oi. Oi. Guck mal, der lächelt so schön. Quasi The Diary of Horror. Was ist denn jetzt passiert? Warum hast du jetzt schon einen Herzinfarkt, du Arsch? Komm, mach an. Was sind die? Was? Was steht da? Death, oder? Jawohl. Na schön. Das sind doch schöne Botschaften. Die gefallen mir doch. What the hell's going on here? Das fragt er sich erst jetzt? Das fragt er sich ehrlich erst jetzt, was hier los ist? Ja, der ist ja wirklich grenzdebil. Der ist ja wirklich... Der hat wirklich alles verloren. Schön. Haha. Ist er jetzt schon wieder? Schön. Mach mal ein Foto von. Schönes Kinderbett. Ah, wir haben auch ein Foto gemacht. Ah ja, guck mal, eine Tür. Guten Abend, gute Nacht. Hä, was ist jetzt schon dein Problem? Warum hat denn dein Herz, Kasper, wenn nichts ist? So, zweite Etage. Herrlich. Herrlich, ich hab Bock. Jawohl, zweite Etage. Schön. Ist da hinten nichts. Ein Safe Game, na, okay. Polaroids, nehmen wir mit. Du brauchst nicht zu flüstern, ihr Scheißgeister. Redet ordentlich mit mir, redet sächsisch. Ihr Butterbirn, ehrlich. So eine grenzdebile Scheiße hier. Wenn ihr euch unterhalten wollt, dann redet mit mir. Ordentlich. Looks like there must be a bedroom. Also suchen wir jetzt hier irgend so eine Scheißseite. Oh, herrlich. Hä, die war da vorhin aber noch nicht. Leute haben sie eine Familie mit zwei Kindern gebracht. Michael, das bin wahrscheinlich ich, weil Michael höre ich ja ganz oft. Ein Jahr alt und Mary, 5 Jahre alt. Ich möchte keine neue Version der Droge probieren. Verletzt sie und will sie, was weiß ich, sterben sehen oder irgendwie sowas. Alle, die hier sterben, in diesen Räumen oder in diesen... hinter diesen Wänden und in diesen Wänden reden mit mir. Sie möchten etwas sagen, aber ich kann es nicht verstehen. Ich weiß nicht, ob es ein Traum ist oder nicht.
Stimmen werden intensiver und realer. Dieser Ort hat eine sehr schreckliche Energie, eine sehr dunkle Energie, sich von der Energie der Lähmten ernährt. Oder saugt. Was kann ich tun, um zum Schluss die Kinder zu retten? Rausrennen, Maul halten. Gibt's ein paar Möglichkeiten. Mach die Tür auf. Oder nicht. Und lässt das halt bleiben. Boah, Alter. Ah, hier ist auch noch eins. Der hat auf jeden Fall einen Schaden. Das ist, der Typ hat auf jeden Fall einen Schaden. Alles klar. Ist ja wieder irgendwo, soll ich ja wieder die. Irgendwo gibt's ja. Gab's hier wieder so ein paar Punkte? Ah ja, hier. Alles klar. Aha! Wie unauffällig. Zack! Oi! Ah, der wirkt ein bisschen armlos in seiner. Alter, der wirkt nicht ganz vollständig, oder? Da fehlt ein bisschen was an dem. Ja, was ist denn das? Ach so. Das ist ja jetzt sauer. Jetzt wird es ja noch okkultisch hier. Oha! Jetzt geht's ja richtig rund. Jetzt kommt noch ein bisschen was Okkultes hinterher. Geil. Ja, gefällt mir. Ruhe. Ach so, das, die Kerze hängt noch fest. Ah, ist klar. Ist okay, aber brauche ich noch eine zweite Kerze? Oder triggert die erst, wenn ich die da hingestellt habe? Ah, guck mal, hier ist. Oh, hier ist. Geil, hier ist noch ein Ständer. Also, Kerzenständer. Ich frage mich immer, ob ich die jetzt gerade immer die ganze Zeit übersehe oder ob die erst wirklich Stand triggern. Wenn. Schön. So, jetzt fehlt mir noch ein. Zwei von zwei, also ein Ständer und ein. Zwei Kerzen. Ui. Schön. Weg. Oh yes, sonst brauchen wir noch zwei Kerzen. Lass mich raten, hier ist jetzt eine. Alter! Du Mokli! Schade. Ach, guck mal, die Waffe. Alter! Ey, langsam, ey, ich kann schon langsam gar nicht mehr erschrecken, so erschreckt bin ich. Macht das Sinn? Nee, ne? So, okay. Ah ja, guck mal hier. Letzte Katze. Ja, geil. Ahaha. Was ist denn hier los? Alter, Frankfurter Bahnhof. So, jetzt sind wir. Jo, das Spiel schenkt mir aber jetzt gerade nicht die nächsten lieber. Ist doch gar nicht schlimm. Ach ja, moin. Guck mal, hier liegt der. Machen wir gleich mal ein Foto. Ah, irgendwie. Also. Bisschen eklig bin ich aber auch, ha? Ein Foto von machen hier. Bam, immer drüber gelaufen. Das ist auch nichts. Ah. Fuck, was? Das sind so kleine subtile Jumpscares. Das sind jetzt nicht immer so die ganz schlimmen. Ah, die manchen davon, die haben es aber auch echt in sich. Mein lieber Herr Gesangsverein. So, jetzt gehen wir wieder hier die Leiter runter. Meine Fresse. Oh, guck mal, jetzt sind wir wieder hier. Waren wir hier nicht schon? Nee. Boah, jetzt geht's ja wieder ganz. Alter. Was für eine Suppe. Für die Teufel. Ah ja. Ja, guck mal, die Kurbel.
Das hat mir jetzt gerade den S gerettet. Okay. Was ist denn? Jetzt haben wir immer diese. Immer die nicht. Die können nicht Geige spielen. Dann sollen sie aufhören, auf ihrer Strache die Wari zu klimpern. Nehmen wir damit. Ah, klug, der Junge. Klug, der Boy. Ach hier. Nein! Ich bin schon runtergefallen. Hä? War, hatte ich nicht noch so eine Fuse? Warte mal, ich hatte noch so eine Fuse, oder? Ach, zack, Alter. Gleichstrom, Wechselstrom, AC, DC. Ah, hier. Ich glaube, okay, ich glaube, jetzt haben wir sie. Jetzt können wir sie nicht mehr verwenden. Jetzt klemmt sie fest. Das hassen Geister. Ah! Ah, ich bin schon runtergefallen. Ah, Witcher 3 wäre ich ja nicht falsch hatten. Einfach nur, wenn ich schon runterguckt hätte, gestorben. Ja, Radioactive. Zack, aus damit. Was will das jetzt? Achso, das will jetzt hier. Ach so, wir haben jetzt hier quasi... Ach ja, okay. Diese Stimmen sind überall. Sie lassen mich nicht schlafen. Sie jagen mich. Versuchen, meine Konzession zu verändern. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch überstehen kann. Oder widerstehen kann, oder... Ja. Ah, also in Se... Hör jetzt auf. Macht mir gar keine Angst, du Mucke. Mach das Radio aus. Mal hier wieder so. Ah, guck mal, hier haben wir wieder ein Kreuz. Was ist denn das? Ah, da wird auch immer rot. Okay. Ist das ein. Warte mal. Wenn ich jetzt ein Foto gemacht habe und ich stand hier und hat von hier ein Foto gemacht, wie ich in Rot da ein Foto mache, dann ist das Bild ja eigentlich. Oha. Ach, guck mal, jetzt ist auch hier das Loch weg. Eieieiei. Eieieiei. Wow, Mutter, da brennt die Ursula, Alter. Das, ja, danke für den Jumpscare. Alter Finne. Ja, alles klar. Die übliche Hausapotheke, man kennt sie ja. Ne? Keine, eigentlich habe ich keine Ahnung, wenn dann Quatsch eigentlich nur so. Alles klar. Och nee, nicht schon wieder so eine Leichenkammer. Ah. Alles klar. Okay, jetzt komme ich wieder durch. Warum jetzt schwarz-weiß? Warum? Mama, nein. Ist ein Fall. Ah, komm. Ah, das ist. Ah. Das ist nicht geil. Oh ja, Fieben. Aua, aua. Ja, ist okay. Ja. Ja. Gib's mir. Scheiße. Oh, Scheiße. Das ist bitte. Alter, Mann. Was? Oh, oh. Alter, was macht das Spiel hier? Genau, das ist bestimmt hier from the Library hier. Warte, warte. Da schwebt Mama Foto. Das glaubt mir Mama niemals. Okay. Alter, das ist ja. Das Spiel ist ja wirklich für absolut Gestörte. Für absolut Gestörte und diese. Also wer das alleine zu Hause spielt, ohne jetzt hier Stream und so, einfach nur wer das zu Hause spielt, der muss sich selber hassen. Das merkt er erst jetzt, dass es dunkel ist. Ach komm, hör drauf.
Oh, ein bisschen Soda. Oh ja, geil. Oh, ein bisschen Ethanol. Alter, geil. Macht zwar blind, aber es knallt. Okay. War ja nur eine Idee. Das Spiel war ja nur eine Idee. Boah, hier, pass auf. Dieses Spiel möchte mir etwas sagen. Ich weiß auch nicht ganz genau was. Ach, hier ist. Ah, guck mal hier. Komm, mach auf. Ich habe noch nicht. Komm, eine Fassung habe. Jawohl, mach mal zu dir. Find the Switch. Yeah. Turn it overhead. Turn it over higher. Switch. Na bitte. As far as I understand, this should be the last page of Dario. Okay. Ah, gefindet. Guck mal. Am Anfang, das Ziel auf dieser Institution war gut. Aber nachdem wir begonnen haben, mit den Drogen, mit den neuen Drogen zu testen, tausende von Leuten sind qualvoll oder schmerzhaft gestorben. Sind eines qualvollen Todes gestorben. Nach einer Weile ist dieses Gebäude, hat sich aufgesaugt mit dem ganzen Schmerz von den Menschen und es konnte nicht mehr länger ohne existieren. Ich habe immer versucht, oder es zu handeln, Michael zu beschützen auf diesem verdammten Platz. Ich hoffe, sie werden ihn finden und er wird eine neue Familie finden. Er ist noch sehr jung und wird sich an den Horror hier nicht erinnern, was seine Eltern experimentell gemacht wurde. Mach dies mal, ich kann nicht mehr länger leben. Okay. Jo. Okay, also der Doktor konnte dann auf jeden Fall nicht mehr länger leben. Okay. Aua, 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 Fiepen, aua, aua, aua. Ja, komm. Ah. Von diesem unheilvollen Ort. Ja, ach komm, ihr macht mir keine Angst mehr, ihr Möwen. Aber Gewitter. Raus hier. Piss dich. Oh. Ah doch, warte. In den Bildern war immer von 1989 die Rede. Wenn das jetzt wirklich so einfach ist, wie ich das jetzt mal read, hinten drauf. Ah. Manchmal ist es wirklich so einfach. 1, 8, 1, 8, 10. Geil. Und raus. Boah. Das war es doch bestimmt noch nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Oh, alter Bruder, Alter. Aua! Mein Öhrchen! Boah, ja, pass auf. Okay, hier ist nichts. Hier ist nichts. Oh Mann. Was? Oh Mann, oh.
für ein Bild. Boah, Alter, Alter. Boah, Mann, Alter. Ja, man weiß halt, dass da was kommt, aber man erschreckt schon halt trotzdem. Boah, das, Alter, leck mich doch am Arsch, Alter. Komm, mach die Tür zu. Ist das nicht ein Bild von... Immer, ich denke immer noch, dass das ein Bild von mir ist. Ich halte das so entlang. Okay. Nobody saw Michael again. Okay. Okay. Alter, das war wieder so ein Saft. Alter Finne, ey. Das Spiel hat es auch wieder in sich gehabt, oder? Mein lieber Herr Gesangs-Ursula. Heftig. Geil. Und heftig. Jetzt ist halt echt die Frage, waren wir jetzt Michael zum Schluss? Und man hat ihn nie wieder gesehen. Da können wir auch gerne wieder mal uns mal ein bisschen einen Kommentar drüber unterhalten. Ah, zum Schluss waren wir Michael, oder? Wir waren Michael zum Schluss. Wollte ich jetzt einfach mal so detent sagen. Zum ganzen Ding nochmal nachgegangen. Beside myself, ja. Würde ja auch dann Sinn machen.